Was versprechen Sie sich denn von dem Urteil? Wir versprechen uns, dass wir auch weiterhin an unserem Heimatmarkt der Stadt Ludwigsburg aktiv als Bauträger tätig sein dürfen. Seit mehr als 40 Jahren gehören wir zu den Unternehmen, die in großem Umfang zur Wohnraumversorgung der Stadt Ludwigsburg beigetragen haben. Allein unser Unternehmen hat mehr als 800 Wohnungen in 40 Jahren gebaut und wir befürchten, dass wir jetzt vom Markt ausgeschlossen werden. Was bedeutet das für die Stadt Ludwigsburg, wenn Sie jetzt klagen? Für die Stadt Ludwigsburg bedeutet dies, dass sie sich einfach mit ihren Beschlüssen nochmals auseinandersetzen muss und die Chance hat, auch während der Laufzeit der Klage die Beschlüsse zu revidieren und uns, die leistungsfähigen Ludwigsburger Bauträger, wieder in den Markt eintreten zu lassen und gemeinsam mit uns neue Wohnbauflächen und neue Bauträgerobjekte entwickeln. Jetzt hat ja Ihre Klage auch eine gewisse Leuchtturmwirkung. Was meinen Sie denn, bis wann mit einem Urteil zu rechnen ist? Wir rechnen mit einem Urteil in circa 1 bis 1,5 Jahren und hoffen natürlich, dass unser Urteil dazu beiträgt, dass im ganzen Land Baden-Württemberg vor allem auch kleine mittelständische Bauträger nicht vom Markt verdrängt werden durch Kommunale, sondern dass sie weiter existieren können und weiter aktiv tätig sind.